wir sitzen jetzt im Zug von Prag nach Budapest und haben tatsächlich sogar Sitzplätze gefunden. Ein Viererplatz, also die 6 Stunden, die jetzt vor uns liegen, werden wir wenigstens im Sitzen verbringen. Am Bahnhof und es ist angenehm warm, nachdem es im Zug den beiden zu kalt war. Pussys. Und wir versuchen jetzt unser Hotel wieder zu finden. Wir haben hier auch schon ein paar geile Geschäfte aus dem Zug raus gesehen und das schauen wir uns jetzt nachher alles mal an. Oder morgen. Mal gucken. Angekommen in der Jugendherberge und ich muss wirklich sagen, ich bin positiv überrascht. Und zwar, wir haben wirklich ein cooles Zimmer mit einem riesigen Flatscreen. Wow! Und im eigenen Badezimmer und geiles Internet und wir sind sehr nah an der Stadt dran und ist alles super. Bis jetzt habe ich einen sehr guten Eindruck von Budapest. Hoffentlich bleibt dieser gute Eindruck bestehen, denn morgen geht's in die Stadt. Heute holen wir nur noch was zu essen. Morgen. So, wir sitzen jetzt hier im Frühstücksbunker und frühstücken. Danach geht's in die Stadt. Heute ist Sonntag. Hoffentlich haben trotzdem ein paar Geschäfte auf. Ansonsten setzen wir uns einfach die ganze Zeit an die Donau und chillen unser Leben. So, wir stehen jetzt über der Donau und guckt euch diese Aussicht an. Guckt euch diese geile Aussicht an. Das ist richtig geil hier. Also wirklich sehr, sehr, sehr schön. Das muss ich sagen. Landschaft, Gebäude, alles geil. So, wir müssen jetzt den ganzen Weg da nach oben. Jungs, ich kann nicht mehr. Geht ohne mich weiter. Ich schaff das nicht mehr. Mark? Mark? Danke. Ich will nicht mehr. Können wir wieder runtergehen? Seht ihr? Kein Problem. Tschakka. Runter geht's wieder. Mach aus. Jesus. So, wir haben hier einen schönen Garten gefunden. Der heißt Lass uns weitergehen. Wir sind jetzt unglaublich viel gelaufen, also wirklich sehr viel und lang und weit. Und jetzt sitzen wir hier auf einer Bank, auf einer zugegeben sehr langen Bank. Vielleicht sieht man das jetzt nicht so gut, aber sie ist wirklich sehr, sehr lang. Und dann geht es jetzt gleich noch ein bisschen in die Innenstadt. Und ja, direkt vor uns ist ein kleines Gebäude. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting. Leute, es ist Sonntag und die wenigsten Geschäfte haben wirklich geschlossen. Also eigentlich hat hier alles auf. Nicht nur Cafés, sondern auch wirklich richtige Geschäfte. Leute, Budapest rockt. Unser erster Rückschlag
Es regnet. Scheiße. Und wir haben uns jetzt erstmal untergestellt und dann schauen wir mal. So, wir sitzen jetzt in einer weltweit agierenden Burgerkette. Dessen Namen nicht genannt werden. Nein, den Namen dürfen wir nicht nennen, weil sonst ist das ja Schleichwerbung und alles und voll illegal. Wir essen jetzt hier, morgen geht's dann weiter nach Kroatien. Budapest ist eine richtig schöne Stadt, kann man bloß empfehlen. Und wirklich sehr, sehr schön, sehr groß. Viel zu sehen. Das war's jetzt aus Budapest. Bis dann. Tschüss.